Sonntagabend, 17.30 Uhr. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Teletipps. Und bei uns geht es heute unter anderem um kleine Rennpferde. Ja, Sie haben richtig gehört, es geht um Whippets. Und Whippets wurden früher als Rennpferde des kleinen Mannes bezeichnet. Vor allem in den nordenglischen Grafschaften war das ein beliebter Freizeitsport. Diese Whippets wurden quasi von den Minenarbeitern und von den Fabrikarbeitern zum Rennen hergenommen. Und da wurde drauf gewettet. Also es geht um eine sehr interessante Hunderasse. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Wir freuen uns total auf die nächsten 30 Minuten. Natürlich nicht nur wegen unseren wirklich süßen Gästen, sondern auch wegen unseren vielen Themen und dass Sie uns heute wieder zuschauen. Und bevor wir unsere kleinen Gäste hier etwas genauer noch vorstellen werden und mit Dr. Krakauer darüber reden werden, wollen wir Ihnen erstmal diese quirligen Gäste näher zeigen. Ein langer, schmaler Kopf an einem stromlinienförmigen Körper. Kein Zweifel, Whippets gehören zur Rasse der Windhunde. Seit über 8 Jahren züchtet Joachim Bartusch die blitzschnellen Vierbeiner, die einen großen Bewegungsdrang haben. Der Whippet muss 2 bis 3 Mal am Tag Auslauf haben. Und hierbei sollte er die Gelegenheit haben, einmal richtig ohne Leine Gas zu geben. Ja. Im Freien wild und lebhaft sind die Vierbeiner in der Wohnung eher still und verschmust. Das gilt für Welpen genauso wie für ausgewachsene Hunde. Whippets sind absolut gehorsam und fressen ihrem Herrchen sozusagen aus der Hand. Und was vielleicht auch noch ganz bemerkenswert an der Rasse ist, dass sie halt wirklich in besonderer Weise eine Beziehung zu ihrem Halter brauchen. Das heißt also auch eine körperliche Beziehung. Ja, ihr seid wilde Hummel. Whippets sind ideale Familienhunde und tolle Spielkameraden für Kinder. Denn sie sind extrem anpassungsfähig und pflegeleicht. Selbst beim Futter sind die Vierbeiner nicht besonders wählerisch. Gegessen wird, was in den Napf kommt. Hauptsache, es schmeckt. Auch der flotte Kurzhaarschnitt ist schnell frisiert. Was die Fellpflege des Whippets angeht, ist er genauso anspruchsvoll bzw. anspruchslos wie sein Aussehen. Also die kurzen Haare müssen alle 2 bis 3 Wochen durchgebürstet werden. Und das war es im Prinzip. Ausgetobt, satt und frisch gekämmt geht es ins Wohnzimmer. Dort fordern sie von Herrchen ihre Streicheleinheiten. Whippets sind wahre Meister im Aneinanderkuscheln. Da kann kein Besitzer widerstehen. Ein Whippet kann man definitiv alleine halten. Es ist allerdings so, dass sie so liebenswert sind, dass man über kurz oder lang sich eh noch einen zweiten oder dritten anschafft. Die sind wirklich ganz schön neugierig, knöpfen hier fast meine Bluse schon auf, aber auf jeden Fall sehr, sehr kuschelig. Dr. Krakauer, können Sie uns ein bisschen mehr was über die Geschichte der Whippets erzählen? Ja, man nimmt an, dass die Whippets auf kleinere Exemplare von Greyhound-artigen Windhunden zurückgehen. Also das ist ja eigentlich der legendäre große Windhund. Die Windhunde an sich haben ja eine sehr lange Tradition. Es gibt Aufzeichnungen, dass es sie schon seit 6000 Jahren vor Christus gegeben hat. Es gibt Abbildungen in Höhlen, die zeigen, dass mit diesen Hunden gejagt wurde. Es gab ja damals noch keine Feuerwaffen und die Windhunde waren wichtig, um Fleisch zu beschaffen. Das heißt, es waren Jagdhunde, die wurden losgelassen und haben Beute gemacht. Sie jagen ja nicht nach der Nase, sondern auf Sicht. Und das ist natürlich eine ganze interessante Besonderheit, gerade bei Windhunden. Wie kamen die Whippets nach Europa? Also die Whippets waren verbreitet in der Zeit des römischen Imperiums, später dann im Mittelalter und auch in der Renaissance. Und man nimmt an, dass sie mit römischen Handelsschiffen nach England kamen. Und dort erlangten diese Hunde natürlich ganz große Beliebtheit. Zum einen wurden von den Adeligen, die Hunde waren ja dem Adel vorbehalten. Früher wurden Cursings, also Rennen und Hetzjagden veranstaltet. Es gab aber auch eine Unterschicht in der Bevölkerung, die hat eigentlich relativ unschöne Jagden veranstaltet. Es wurden Jagd auf Kaninchen gemacht. Das heißt, Kaninchen wurde eingesperrt, 2 Whippets wurden dazugesetzt und in dem Gehege wurde dann darauf gewettet, welcher Windhund oder welcher Whippet schaffte es zuerst, das Kaninchen zu fangen. Das war unschön und hat dem Hund auch anfangs einen schlechten Ruf gebracht. Aber diese Zeiten sind ja mittlerweile vorbei und die Windhunde, diese Whippets sind einfach sehr, wie wir gerade auch gesehen haben, liebenswerte Familienmitglieder geworden. Sie haben vorhin den Begriff gebracht, Rennpferd des kleinen Mannes. Was hat es damit auf sich? Naja, man muss dazu sagen, dass Minenarbeiter und Fabrikarbeiter natürlich nach einer Freizeitbeschäftigung gesucht haben. Und sie haben ganz schnell gemerkt, dass man bei Windhunderennen natürlich auch ganz gut Geld verdienen kann. Das war also im Prinzip in England eine sehr beliebte Beschäftigung. Und sie hat eigentlich auch das Rennpferd ersetzt. Der Windhund war eben das Rennpferd des kleinen Mannes. Die sehen ja jetzt sehr zerbrechlich aus. Kann man da auch Rückschlüsse auf die Gesundheit nehmen? Also das ist sicherlich ein sehr robuster Hund, ein sehr ausdauernder Hund.
Das Vorurteil, dass diese Hunde vielleicht anfällig sind oder zerbrechlich wirken, kann daher rühren, dass sie manchmal zittern. Und viele Leute glauben, dass die Hunde entweder Angst haben oder dass es ihnen kalt ist. Aber das ist in den seltensten Fällen der Fall. Diese Hunde haben natürlich eine sehr hohe Anspannung. Sie sind ja, sag ich mal, als Windhund auch ein Jagdhund und sind aufgeregt und möchten gerne mitmachen, hat also nichts mit Zerbrechlichkeit oder Kälte zu tun. Und vielfach wird auch angenommen, da man ja mal hier beispielsweise sieht, der Schwanz dieser Windhunde hängt runter. Man sagt, ja, hat der Hund wahrscheinlich Angst oder er fühlt sich nicht wohl. Das hat also gar nichts damit zu tun. Der Windhund hat in seinem Bau ja eine Schrägstellung des Beckens und kann die Rute gar nicht so aufrecht und hoch halten wie andere Hunde auch. Also das ist eine ganz normale Haltung des Schwanzes und deutet nicht darauf hin, dass der Hund sich irgendwie unwohl fühlt oder ängstlich ist. Das ist einfach eine rassespezifische Besonderheit. Also auf jeden Fall sehr empfehlenswert, die kleine Rasse hier der Wippitz.